Aber was willst du eigentlich? Hast du keine Sehnsüchte? Sehnsucht? Ich will arbeiten. Will weiter. Ja, will selbstständig und unabhängig sein. Du, jetzt lerne ich meine Sprachen. Spar Geld. Vielleicht werde ich in ein paar Jahren eine eigene Wohnung haben. Und vielleicht bringe ich es mal zu einem eigenen Geschäft. Und dafür verschuftest du dir deine schönsten Jahre. Sie kennt so viele Männer. Aber der Martin Bruck, der ist anders. Ganz anders. Ja, der ist nicht schön. Nicht groß und stark. Und nicht elegant. Der hat so nachdenkliche Hände. Sie sind das Kind! Nee, nee, nee! Da sah ich mir doch leicht gedacht, dass da mit Ihnen was nicht richtig war. Also Sie sind das Kind! Ah, darauf trinken wir noch ein kleines Fräulein. Ja? Wohin fahren wir? Ich sollte es nicht. Ich sollte nicht mitfahren. Er hat den Arm um ihre Schulter gelegt. Ein Mann. Was das schon ist. Gergi! Man sieht und hört ja nichts mehr von dir. Hab höchstens eine halbe Stunde Zeit, Olga. Martin? Ja. Ist es ernst? Ja! Und? Bestürzt sieht Olga ein paar Tränen aufs Pflaster purzeln. Sentimental neuerdings? Quatsch! Nur nervös. Die ganze Hetzerei. Die ganze... Ach, alles. Büro. Zu Hause. Arbeit, Liebe. Wie habe ich das früher nur vereint? Dieses verfluchte Land verdirbt alle, die hier wohnen. Geld, Geld, Geld. Immer von Geld und Geld verdienen reden. Man kommt sich ganz minderwertig und krämerhaft vor. Nie mehr wird man was von Geld sagen. Wird alles durcheinander gehen lassen. Ich trinke ja. Ganz egal, wohin es führt. Ganz egal.